Fillmore, ich übernehme das. Und jetzt Fillmore. Die heutige Episode trägt den Titel Gut gedacht, schlecht gemacht. Erster Akt, die verschwundenen Roller. X-Middle School Security Team, sofort anhalten! Nein, unser Kartenhaus ist futsch! Das war ein guter Wurf. Nimm's bitte nicht persönlich. Ich hatte mit den Kartenfritzen noch eine Rechnung offen. Komm doch mal bei uns in der Metall AG vorbei. Hoffentlich kriege ich meinen Roller wieder. Na klar, die Gang vertraut uns und das heißt, alle kriegen die Roller wieder. Und hier weitere Meldungen. Die Serie der Rollerdiebstähle an der X-Middle School scheint sich fortzusetzen. Zu diesem Thema hören wir einen Kommentar von unserem heutigen Studiogast, Derek Minner. Dann schieß mal los, Derek. Liebste Mitschüler, wir stecken alle in einer Krise. Das Security-Team hat bisher wenig, nein, gar nichts getan, um zu verhindern, dass unsere heißgeliebten Roller mir nichts, dir nichts verschwinden. Der Typ hat ein Ding an der Murmel. Ihr habt alle hinter mir gestanden, als ich einen kurzen, aber effektiven Hungerstreik durchgezogen habe. Damit habe ich den Weiterverkauf von Käsebällchen gesichert. Aber jetzt gibt es eine neue Bedrohung. Und zufällig habe ich die perfekte Lösung dafür. Denn ich, Derek Minner, habe nämlich die allerbesten Skater, Rollerblader und Rollstuhl-Hockeyspieler der X-Middle School zum Schutz eurer Roller aktiviert. Liebe Freunde, Derek Minner präsentiert euch die perfekte Mannschaft gegen Rollerdiebstähle. Beg ist das Rollerkommando. Der Chef auf dem Roller ist meine rechte Hand, Cyrus Grant. Rollerkommando. Nicht doof und leicht zu merken. Hallo, Principal Folsom. Ich wollte hören, was die Einsatzbesprechung so bringt. Der Tablettdiebstahl im letzten Herbst, der Lateinspickzettel-Skandal, die illegale Froschrennbahn. All diese unsäglichen Verbrechen gehen auf das Konto von Stingray. Niemand hat ihn jemals gesehen. Niemand weiß, wo er sich aufhält. Wir wissen nur, dass er hinter all diesen Verbrechen steckt. Er hat es nur geschafft, anonym zu bleiben, indem andere die Drecksarbeit für ihn erledigen. Fillmore? In diesem Fall sind es die Kinder aus der Metall AG, die für ihn arbeiten. Momentan sind sie auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Ingrid und ich schleichen uns ein, in der Hoffnung, so auf ihren Big Boss zu treffen. Brillante Einsatzbesprechung. Informativ, temporeich, vielleicht etwas wortlastig, aber ihr beweist Kreativität. Sollte der Plan allerdings nicht funktionieren, bin ich so kreativ, euch alle zu entlassen. Und das wird dann eine ganz schmerzhafte Angelegenheit für das Security-Team. Ist das klar? Glasklar. Gut. Tja, also dann, ich muss jetzt leider los. Ihr arbeitet weiter an den Entwürfen für die Brotkästen und ich rechne mit großartigen Ideen. Ebenezer, pass gut auf sie auf. Vielleicht hast du ja Glück, dass dich einer zum Gassigehen auf die Rolle schickt. Eins dürft ihr nicht vergessen. Ich glaube an euch. Wiedersehen, Doc Hemlock. Bis dann. 9 haben wir schon. Einer fehlt noch. Dann liefern wir sie Stingray. Kann mir einer von euch kleinen Witzbolden erklären, warum hier auf einmal nur noch 8 stehen? Er hat recht. 8. Warum sind das nur noch 8? Hey, sucht ihr etwa den hier? Wir wollten damit nur mal beweisen, dass wir die Nummer auch drauf haben. Die Gerüchteküche sagt, dass ihr Hilfe braucht. Ich bin Langfinger, das ist Turbokralle. Falls ihr nur auf Profit aus seid, könnt ihr gleich wieder abpfeifen. Wir haben nicht vor, unsere Beute zu teilen. Eure kostbare Beute interessiert mich einen Dreck. Also lass mich lieber in Ruhe, Wabbelqualle. Ganz ruhig, Ladies. Der Kick beim Clown. Das ist das Einzige, worauf wir heiß sind. Aber wenn ihr uns nicht wollt, dann machen wir eine Mücke. Gut, wir geben euch eine Chance. Mein Name ist Wheels. Das da ist Howie, Tin Can und die freundliche Dame hört auf den Namen Junior. Willkommen im Club. Hört gut zu, egal was wir hier machen. Hemlock darf davon nichts mitkriegen. Wir alle haben große Probleme auf der Schule. Aber Hemlock gibt uns das Gefühl, dass wir trotzdem was wert sind. Er hat uns wieder Mut gemacht.
Wenn das der Fall ist, wieso dreht ihr dann krumme Dinge hinter seinem Rücken? Wir haben unsere Gründe. Nochmal ganz deutlich, Hemlock darf nie was von diesen Sachen erfahren. Kapisch, Turbokralle? Total kapisch. Na gut, da hätten wir eine 6, 17, 89. Zäh, das ist ein Zwilling. So viel steht fest. 9 von 10 Schülern wählen ihren Geburtstag als Kombination. Total einfallslos. Es kann losgehen. Vögelchen im Anflug. Aktion abbrechen. Ich komm gleich wieder. Ich hab bloß mein Jojo am Roller vergessen. Hey, mein Roller! Mein Jojo! Turbokralle, versuch sie im Eislabyrinth abzuhängen. Alles klar, ich bin drin. Sag mir, wie ich fahren muss. Ungefähr 15 Meter geradeaus, dann die zweite rechts. Das Maislabyrinth. Nichts wie rein. Ich hab gehört, dass Diggy Montgomery geschlagene 11 Stunden da drin verbracht hat. Sie mussten sogar extra Suchhunde losschicken. Als sie ihn endlich gefunden hatten, hatte er seine eigenen Schnürsenkel aufgefressen. Auf keinen Fall gehe ich da rein. Auf keinen Fall. Wir trennen uns. Okay, jetzt links und dann ganz lange. Warte, hol dich nicht vom Fleck. Das Rollerkommando. Sie haben dich umzingelt. Super gemacht. Los, noch einmal rechts abbiegen und dann bist du raus. Erst nach mehreren Stunden konnten die Mitglieder des Rollerkommandos aus dem Labyrinth gerettet werden. Einige von ihnen wirken leicht traumatisiert. Dieser Mais. Überall nur Mais. Ich werde irre. Alles voller Mais! Ich werd wahnsinnig! Kann ich dir helfen? Derek Minner ist nur hier, um einem Gerücht auf den Grund zu gehen. Nichts Wichtiges, nur so ein klitzekleines Gerücht. Aber hey, Derek Minner sieht, dass ihr beschäftigt seid. Kleiner Tipp am Rande. Derek Minner hat euch im Auge. Vergesst diesen Nichtsnutz. Ab an die Arbeit. Leute, seht mal. Meint ihr, das ist von unserem Boss? Wir arbeiten für jemanden Bestimmtes. Der Gute heißt Stingray und ist der Mann hinter den Kulissen. Was hat denn unser Big Boss jetzt schon wieder mit uns vor? Guten Tag, liebe Freunde. Es gibt eine kleine Kursänderung. Ich kann es überhaupt nicht leiden, dass diese kleinen Freaks vom Rollerkommando uns im Nacken sitzen. Wir müssen zuschlagen, bevor was schief geht. Ich will 100 Roller bis Freitag 15 Uhr. Die genauen Angaben zu Rollertypen und Modell, die ihr liefern sollt, findet ihr im Schließfach mit der Zahlenkombination 634B. Wie bitte? 100 Roller? Bis gestern wollte er nur 10 Stück. Oh mein Gott, was passiert bloß, wenn wir die nicht liefern können? Das darf nicht passieren, Howie. Wir brauchen das Geld. Wir werden seinen Auftrag erledigen. Das artet ja in Arbeit aus. Also gut, 100 Roller. Kein Modell darf doppelt sein. Wir reden hier auch nicht von einem Allerweltsmodell wie Scootmaster 2000 auf dem Aller herumrollern. Ach, du sagst es, App. Echt hart. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Ihr könnt einsteigen. Könnt ihr uns bei der Sache helfen? 10 haben wir. Also fehlen nur noch 90. Zweiter Akt. Bestellung kommt sofort. Alles im grünen Bereich, Raycliffe? Na klar, ich werde nur leicht seekrank. Könnten wir jetzt vielleicht mal anfangen? Was haben Sie vor? Sie brauchen 100 Roller. Freitag wollen Sie zuschlagen. Details unbekannt. Die Details verleihen dem Braten aber erst Schmackes. Ach, das wollte ich nicht. Ich brauche dringend Fakten, damit ich der Metall AG das Handwerk legen kann. Um die geht es doch gar nicht. Es geht um einen Typen namens Stingray. Ja, natürlich muss der dickste Fisch auch ins Netz gehen. Aber ihr glaubt doch nicht, dass die Kaulquappen aus der Metall AG ungeschoren davonkommen. Die kleinen Kaulquappen waren böse. Und wenn jemand böse war, dann muss er mal ordentlich eins auf die Mütze kriegen. Oh, mir ist so... Was sind Sie für ein Weichei, Raycliffe? Principal Falsum, ich weiß das... Ich will nicht diskutieren. Wenn das Schiff von Stingray sinkt, geht seine Crew mit ihm unter. Es gibt keine Rettungsboote. Hört gut zu. Stellt eure Brotkästen in die Garage. Wir haben Wichtigeres zu tun. Hier, die braucht ihr. Und gebt Acht auf die Farbe, die ist noch feucht. Was für eine Farbe?
Hier sind sie, die 100 Roller. Langfinger hat uns einen Ausdruck über alle registrierten Roller in der Schule besorgt. So können wir feststellen, wem welches Modell gehört. Hey, gute Arbeit! Klick-Klack, klasse, Langfinger! Okay, der Plan ist folgender. Wir kennen die Besitzer der Roller. Wir müssen nur noch rausfinden, wo und wann sie essen und welchen der Toilettenräume sie am meisten aufsuchen. Hemlock ist am Freitag nicht da. Das heißt, wir werden am Freitag zuschlagen. Es muss alles verdammt schnell gehen. Das Rollerkommando darf gar nicht wissen, wie ihm geschieht. Wir sprechen hier nicht von 4 pupsigen Rollern. Das ist ein richtig großes Ding. Woher wissen wir, dass Stingray sich an die Abmachung hält? Wir übergeben ihm die heiße Ware am Freitag höchstpersönlich. Er kriegt seine 100 Roller nur gegen Cash. Los geht's, Leute. 90 Roller in 6 Stunden. Lasst rollen. Gepackt. Ich weiß zwar nicht wie. Doch, ich schon. Das lag an eurer Unterstützung. Ja, du warst auch klasse. Hey, was hat Appsender Schickes? Irgendwie musste ich mir ja die Zeit in der Werkstatt vertreiben. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja sowas von... Weißt du was? Du bist Knieknack-Knorke. Mit den neuen Rädern hat es App leichter. Wenn alles gut geht, kann er sich bald ganz ohne bewegen. Ganz ruhig, Kleiner. Die beiden sind nett. Deswegen brauchen wir das Geld von Stingray. Wir wollen App davon die OP für ein neues Hüftgelenk bezahlen. Das ist alles auf deinem Mist gewachsen. Komm schon, habe ich recht? Doc Hemlock liebt diesen Hund. Und da er schon so viel für uns getan hat, wollten wir ihm auch mal was Gutes tun. Ganz zu schweigen vom alten App. Jetzt sind wir endlich in der Lage dazu. Nicht so schnell. Auf der Liste steht ein 1926er Cobblestone Breezer. Top-Zustand. Und das hier ist ein Nachbau aus dem Jahre 2000. Was? Plastikräder, billige Wasserfarbe statt Lackierung und hier. Made in Uganda 2000. Ich guck mal kurz im Examiner nach. Vielleicht gibt's ja irgendwo einen Rollersammler, der einen echten Breezer hat. Wie kann man denn so schnell lesen? Fotografisches Gedächtnis. Wahnsinn. Ich habe hier alte Zeitdokumente gefunden. Hier steht was von einem Damenkorsett, einer Heinemann-Baseballkarte und einem Cobblestone Breezer. Das Gute ist, dass die Sachen 1926 vergraben wurden. Ich wette, dass der Breezer in einem Top-Zustand ist. Und nun die schlechte Nachricht. Naja, wenn mich die Karte nicht täuscht, wurden die Sachen da vergraben, wo heute das Boccia-Feld ist. Und in genau 5 Minuten beginnt da ein Spiel. Dritter Akt. Stingrays wahres Gesicht. Gut, dass die X-School gewinnt. Was für eine Schönheit. Fertig? Ich ja, die anderen hoffentlich auch. Hey Leute! Aufgepasst, der Fuzzi da hinten will meinen Roller klauen! Wir wollten zum Spiel und mussten leider mit ansehen, wie du diesen Roller klaust. Was soll diese kranke Aktion? Darf ich auch mal kurz? Ausgrabung der heiligen Schatztruhe, Unterbrechung des Boccia-Spiels und Diebstahl eines 1926er Cobblestone Breezer. Weißt du eigentlich, wie viel dieser Roller heutzutage wert ist? Ich hab dir hundertprozentig vertraut, Fillmore. Aber anscheinend hat dir diese Metall-AG das Hirn vernebelt. Ich lasse ihn mit untergehen. Schon vergessen? Willst du mit dabei sein? Hören Sie kurz zu. Ich weiß, dass die alles falsch gemacht haben. Aber sie haben es nur getan, um dem Hund von Doc Hemlock ein neues Hüftgelenk kaufen zu können. Doc Hemlocks Hund? Richtig. Sie wollten Doc Hemlock eigentlich nur was Gutes tun. Sie haben es nur leider komplett falsch angepackt. Hör zu, Fillmore. Du redest zwar irgendwas, aber ich höre nur... Erzähl mir nichts von den angeblich guten Absichten der Metall-AG, denn sie klauen Roller, klar? Ach, machen wir nicht genau dasselbe? Die Situation missfällt mir immer, immer mehr und ich brauche jetzt ein Glas kaltes Wasser mit kleinen Gürkchen. Los, verschwinde! Uhr. Uns bleiben noch ganz genau 2 Minuten. Möchtest du das übernehmen?
Der gute Stingray wird bestimmt nicht zu spät erscheinen, oder? Los, Hände hoch und alle an die Wand! Los, los, los! Was zum... Verdammter Mist, das Rollerkommando. Hört zu, ihr müsst uns in Ruhe lassen. Wir sind vom Security-Team und... Was? Ganz ehrlich, dieser Stingray, der Typ, der hinter dieser Sache steckt, könnte jeden Moment hier sein. Ja klar, red du nur. Security-Team, so ein Blödsinn. Das Rollerkommando hat die Rollerdiebe gefasst. Die zwei gehören angeblich zu euch. Vallejo, sag's ihm. Wartet. Kann mir irgendeiner von euch Hirnis mal kurz und knapp erklären, was hier los ist? Die Truppe vom Rollerkommando hat uns überrascht, bevor wir Stingray stellen konnten. Es war alles vorbereitet. Wenn wir jetzt zurückgehen, könnten wir ihn noch kriegen. Was heißt das, es war alles vorbereitet? Die Gruppentherapie zu diesem spannenden Thema findet später statt. Jetzt marsch zurück in den Abstellraum, bevor das Ding endgültig schief geht. Na los! Warum müssen wir denn gehen? Betrachtet es als kleine Vorstrafe. Und nun ab! Wir kommen zu spät. Großartig! Bist du jetzt zufrieden? Du möchtest gern Freund, der eigentlich gar kein Freund ist, weil du nämlich zum Security-Team gehörst? Ich würde das gern nochmal durchgehen. Ich habe hier von uns fast die meisten Roller geklaut, von denen keiner an seinen Besitzer zurückgegeben werden kann. Stingray ist auch wieder entwischt. Und wenn's nach Principal Folsom geht, wird das Security-Team ein für alle Mal aufgelöst. Ja, Howie, ich bin total zufrieden. Er hat alles mitgenommen. Warte mal, etwas Klitzekleines hat er hier gelassen. Riecht nach Käsebällchen. Derek Minner liebt doch Käsebällchen. Und er war beim Rollerkommando vorhin gar nicht dabei. Halt, hier stimmt was nicht. Donnerwetter. Stingrays Tape. Es ist genau nach Minners Kurzbesuch aufgetaucht. Tahama, kannst du rauskriegen, wo Derek Minner sich gerade befindet? Schalt den Fernseher ein. Er gibt eine Pressekonferenz wegen der Razzia. Durch das, was ich mit dem Rollerkommando erreicht habe, ist mir klar geworden, dass ich Derek Minner noch mehr tun will. Und daher gebe ich hier meine Kandidatur für das Amt des Präsidenten des Schülerparlaments bekannt. Als erste Amtshandlung werde ich das Security-Team auflösen und es durch ein Team ersetzen, das auch Erfolge erzielt, wie das Rollerkommando. Das ist die gleiche Farbe wie die auf der Tafel. Derek Minner, wir müssen dich bitten, mitzukommen. Was? Wie bitte? Aus welchem Grund denn? Weil du selbst hinter diesen Rollerdiebstählen steckst, Stingray. Was? Du hast ein Doppelleben geführt, Minna. Du hast Wheels und seine Freunde dazu gebracht, die Roller für dich zu stehlen. Und dann hast du sie mit deinem eigenen Rollerkommando wieder auffliegen lassen. Und so konntest du den Dieben die Roller unter ihrem Hintern wegziehen. Maximaler Profit, minimales Risiko. Und du wirst auch noch zum Helden. Hätte ja klappen können. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen, Mr. Minna? Hier sind auch Rollen drunter. Na, mach schon, bleib dran! Komm, Vallejo, du hast auch deinen Geburtstag genommen. Volltreffer! Gib's auf, Minna! An einem 10-Gang-Rad kommst du nicht vorbei. Du bist verhaftet! Derek Minna? Derek Minna kommt groß raus. Derek Minna hat viel mehr für die Schule getan als du und deine Pappenheimer von dem sogenannten Security-Team, Klärchen. Und als Stingray hast du der Schule auch mehr geschadet als jeder andere. Des einen leid, des anderen freut. Die Roller, die Derek Minna gestohlen hat, habe ich, der große Derek Minna, direkt rüber nach Russland geschickt. Na klar, habe ich was dran verdient. Aber Derek Minna hat den Russen einen großen Gefallen getan. So eine tolle Ware haben die da drüben nämlich noch nie gesehen. Nein, so läuft das Spiel nicht, Derek. Du kannst in so viele Hungerstreiks treten, wie du willst. Nichts rechtfertigt das, was du getan hast. Du bist ein Verbrecher. Ach ja? Dann bist du auch einer. Nein, ich gehöre zum Security-Team und ich werde dich festnehmen. Fillmore, ist das da etwa mein Fahrrad? Schreibtischdienst? Das ist nicht fair, Vallejo. Wir haben Stingray festgenommen. Derek Minner besucht eine Militärakademie und die X-School ist wieder sicher. Außerdem haben alle ihre Roller zurückbekommen. Na toll, die ollen Roller sind wieder da. Nur mein Fahrrad ist leider ein totaler Schrotthaufen. Und das ist auch der Grund, warum ihr beide erstmal Schreibtischdienst habt. Vallejo, dein Fahrrad wurde einem höheren Ziel geopfert. Hey, das mit dem höheren Ziel ist ja ganz schön, aber futsch ist futsch. Bedankt euch bei euren Freunden von der Metall AG. Oh Gott, wenn man vom Teufel spricht. Solltet ihr nicht eigentlich alle nachsitzen? Nachsitzen? Das wäre schön. Principal Folsom ist vorhin vorbeigekommen und hat lange mit Doc Hemlock geredet. Sie haben sich darauf geeinigt, dass wir was für die Allgemeinheit tun sollen. Stingray ist untergegangen. Aber für euch hat sie anscheinend ein Rettungsboot organisiert. Und sie hat sich total in Ebenezer verknallt. Er durfte sogar bei ihr auf den Schoß. Wir müssen alle Wasserspender, Milchwagen, Schließfächer und Drehbleistifte reparieren. Aber absolute Priorität hatte das hier. Wir haben dein Fahrrad repariert. Es ist wirklich deins. Wir haben es getuned. Der Schädel ist meine Idee gewesen.
Dankeschön. Hey, Wheels, dass das alles so gelaufen ist, tut mir echt leid. Das muss es nicht. Tja, als Hemlock die Wahrheit gehört hat, ist er ausgeflippt. Nicht nur, weil wir Mist gebaut haben, sondern auch, weil wir uns unter Wert verkauft haben. Wie immer. Er hat von uns erwartet, dass uns was Besseres einfällt, um Ebenezers Hüftgelenk zu retten. Dann denkt nach. Nicht mehr nötig. Ebenezer wird sowieso operiert. Irgendeiner hat alles organisiert. Wer? Das wissen wir nicht. Ganz eigenartig. Der Arzt hat gesagt, die Person will anonym bleiben. Cornelius Fillmore ist hier. Schicken Sie ihn rein. Was verschafft mir die Ehre? Ebenezers Hüfte. Sie bezahlen die Operation. Sie sind die Einzige, die davon wusste. Ach, nun bleib mal ganz locker, Fillmore. Ich dachte, du bist Detektiv oder sowas Ähnliches. Ist ja auch egal. Ich wollte mich bei Ihnen nochmal für alles bedanken. Auch wegen der Sache mit der Metall AG. Diese kleinen Metall AG-Gören werden die ganze Schule schweißen und löten, klar? Und wehe, du sprichst mit einem über meine mitleidige Ader. Und wenn du noch einmal behauptest, ich hätte für die Dysplasie des Hundes bezahlt, dann... Schon gut, ganz ruhig. Ich bin schon weg. Sie sind rhetorisch wirklich fit. Nichts für ungut.